noch drei Preise insgesamt drauf, ausnahmsweise heute. Zwei Matchkarten für das Match, das wir von Ihnen wissen wollen, da steht es drauf. Und den Ernstl, das Maskottchen des Nationalteams, den bekommen Sie auch noch dazu. Hier haben wir den Ernstl, hoffentlich bringt er der Nationalmannschaft Glück. Ja, und damit sind wir beim Spiel Nummer 2 von heute bei Puntigammer Sturm gegen SCN Admira Wacker. Ja, in Graz, da hat sich der Prinz, der Il Principe, verabschiedet. Nicht verabschieden will man sich bei Sturm, aber von einer großen Serie. Diese große Serie heißt, man ist im Frühjahr noch immer ungeschlagen. Und deshalb wollte man auf einen Mann ganz besonders aufpassen, auf Manfred Rosenecker nämlich, denn der hat beim letzten Duell für einen Sieg für Admira gesorgt. 3:1 damals und alle drei Tore von ihm, von Manfred Rosenecker. Das heutige Rezept gegen Rosenecker, eine Dreierabwehrformation mit Milanic, Bosch und Neukirchner, Prilasnik in den letzten Wochen Libero, spielt heute links im Mittelfeld. Aber Sturm orientiert sich von Beginn an nach vorne und Sturmpräsident Kartnick bleibt auch nach seiner Trennung von Giannini ein Fan des Fußballprinzen. Es ist zumindest keine Scheidung auf Italienisch gewesen. Dann Wolfgang Hopfer in der dritten Minute mit einem satten Schuss und der Admira-Tormann Kreisel zeigt hier sein Können. Dann eine Flanke von Melich. Milanic ist aufgerückt und in der vierten Minute bereits das 1:0. Durchaus verdient nach druckvollem Beginn der Heimmannschaft. Man spürt förmlich, die Mannschaft wirkt befreit, wirkt gelöst und sucht vor allem eine Revanche für das 1:3 vom 5. November. Jubel auf den Rängen, relativ gutes Wetter in Graz, kein Schneefall, zwar bitterkalt, aber gut bespielbarer Boden. Und Sturm macht weiter das Spiel, macht weiter Druck, reißt die Abwehr der Südstädter, vor allem über die Flanken auf. Vastic zur Mitte, da ist Reinmeier und in der 10. Minute bereits das 2:0. Gesamte Südstädter Abwehr wieder ausgespielt, Jubel und Begeisterung und Reinmeier der Torschütze. Herr Kreisel wirklich nicht zu beneiden, die Fans hingegen jubeln auf den Rängen. Und wir schauen uns diesen Treffer noch einmal an. Vastic schaut hier auf, wartet, überlegt. Idealer Pass zur Mitte. Vorbei an zwei Südstädtern und Reinmeier mit wuchtigem Schuss ins Tor. 2:0 also. Noch einmal aus einer anderen Perspektive. Vastic völlig ungedeckt, hat freien Raum. Und Reinmeier gegen zwei Admiraner. Wuchtig durchgesetzt. Und Kurt Gager ahnt, dass es am Sturmplatz heute für seine Mannschaft nicht leicht wird. Dann Vastic. Und da macht das allein. Elegant. 3:0. In der 21. Minute. Ein wunderschönes Tor. Langer, weiter Pass nach vorne. Vastic nimmt den Ball ideal mit. Und 3:0 bereits. Eine Vorentscheidung früh in diesem Spiel. Wunderschönes Tor. Mit Gefühl über den Tormann gehoben und keine Chance für einen Abwehrversuch. Aus dieser Perspektive sieht man einmal mehr die perfekte Ballbeherrschung von Vastic. Kreisel kommt aber über ihn drüber mit Gefühl gehoben. Damit ist das Spiel praktisch nach mehr als 20 Minuten schon gelaufen, auch wenn Ivica Osim eher grimmig aussieht, aber das ist immer so, egal ob Sturm vorne liegt oder zurückliegt, man kann seiner Miene selten entnehmen, wie es steht. Südstädter, nur mit ganz geringen Vorstößen, kaum Chancen. Und Sturm macht weiter das Spiel. Abgefälscht und noch glänzend reagiert von Kreisel nach dem Schuss von Melich. Da hat er Pech gehabt, der kleine dynamische Mittelfeldspieler. Dann Hopfer, nächste Möglichkeit für Vastic. Und wieder glänzend reagiert von Kreisel. Ja, er verhindert hier für seine Mannschaft das Ärgste. Es könnte zu diesem Zeitpunkt durchaus bereits 5 oder 6:0 stehen. Hier noch einmal abgefälschter Ball und mit dem Fuß erwischt er ihn gerade noch. Die Fans auf dem Sturmplatz haben allen Grund zufrieden zu sein. Es steht 3:0 nach den ersten 45 Minuten und dieser Tonart geht es auch weiter. Gleich nach Wiederbeginn Tove und es steht schon 4:0. Wo war hier wieder die Abwehr? Da hat er gut lachen, da freut sich auch Sidorczuk, der einen geruhsamen Abend in der Kurve heute verbringt. Völlig frei gespielt, nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen, die Südstädter Abwehr. Melich schaut hier, sucht den freien Mann, findet ihn in Jens Tobe und der unter dem fallenden Tormann hindurch zum 4:0. Ja, und dann sind nicht einmal 60 Sekunden gespielt und jetzt kommt auch Pürk zu seinem Tor. 5:0.
In der 50. Minute zeichnet sich bereits ein Debakel der Südstädter ab. Und jetzt kann auch er mal am Sturmplatz in der Gruben jubeln. Ist viel schuldig geblieben in der Saison, aber heute trifft auch Pürk. Dann ein Freistoß von Abekovas und die beste Leistung von Sidorczuk. Da gratulieren ihm auch seine Mitspieler. Wir werden uns das in der Lupe anschauen. Hier hat Nabekovas wirklich perfekt geschossen, diesen Freistoß, aber Sidorczuk hält hier exzellent. Schauen Sie, wie der Ball genau angemessen ist und er kommt hinauf und dreht ihn auch über die Latte. Ja, und wenn da natürlich den Fans die Nerven vor Begeisterung durchgehen und ersten Raketen gezündet werden, so viele Tore hat es schon lange nicht in der Gruben gegeben. Dove und knapp vorbei. Immer noch 5:0 und es spielt nur eine Mannschaft. Das ist Sturm. In den 80er Jahren gab es einmal einen 7:0 Sieg gegen den Sportclub. Rheinmeier und 6:0. Damit hat Sturm in diesem Spiel bereits so viele Tore geschossen wie in den bisherigen 8 Spielen zuvor in der gesamten Frühjahrsmeisterschaft. Da kennt natürlich die Begeisterung kaum mehr Grenzen. 6:0 und das gegen einen Gegner, gegen den man bisher vor allem auf der eigenen Anlage immer Schwierigkeiten gehabt hat. Aber heute klappt einfach alles. Die Mannschaft ist in allen Belangen überlegen, zweikampfstärker, dynamischer, spielt clever ohne Ball und spielt vor allem den Gegner nach Herzenslust aus. Es ist Rheinmeiers zweites Tor in diesem Spiel. Verzweifelte Bemühungen der Südstädter, über die Mittellinie zu kommen, werden durch die resoluten Zweikampfmöglichkeiten der Grazer zunichte gemacht. Die Grazer haben den Gegner hier nach allen Regeln der Kunst vorgeführt und den Schlusspunkt in diesem Spiel nach diesem Stangenschuss von Melik setzt Pürk mit seinem zweiten Tor, das 7:0. Damit ist der einstige Rekordsieg gegen den Sportclub mit 7:0 eingestellt worden. Einmal in einer Playoff in der Aufstiegsrunde hat man in Graz gegen den VfC mit 9:0 gewonnen. Hier Dove, Melich. Dann hat er wieder Pech. Er trifft einfach heute nicht ins Tor, aber dafür ist Pürk da. Und ebenso wie Rheinmeier hat er sein zweites Tor erzielt. Und Sie haben es gesehen, Gaga hat sich im Grauen abgewendet. Und als schließlich Pürk seine Chance zum dritten Tor auslässt, ist das Spiel aus. Sturm gewinnt überlegen mit 7:0. Nimmt grimmige Revanche fürs 1:3 vom November. Und Ivica Osim kann jedenfalls jetzt positiv der Zukunft entgegensehen. Und stolz wird die Sturmfahne in der Gruben wieder geschwenkt. Naja, einen deutlicheren Tipp 1 gibt es eigentlich nicht und wir kommen natürlich sofort zu den Interviews zu diesem Sturmlauf der Grazer. Erster Interviewpartner war Hannes Rheinmeier, der 2 dieser 7 Tore erzielt hat. Ich habe ein Spiel gesagt, wir müssen jetzt endlich einmal gegen die Admira zu Hause ein gutes Spiel machen. Wir haben das letzte Spiel 3:1 verloren und für das wollten wir sie revanchieren. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Konkret war es so, dass ich pausenlos in irgendwelche Sturmspiele Richtung meines Tors laufen gesehen habe. Ich kann gar nicht sagen, ist das analysieren. Es war 90 Minuten. Ein Match, das mir unheimlich lang vorgekommen ist, weil es in einer Tour nur Sturmangriffe gegeben hat. Und das ist natürlich, da kann was nicht stimmen in der Verteidigung. Das ist ganz klar. Nicht? Da haben einige Fehler gemacht. Oder das ist eine inferiore Leistung von der ganzen Mannschaft, wenn man 7:0 hier verliert. Herr Präsident, Sie tragen auch nach dem Spiel noch die Giannini-Mütze. War das heute der Giannini-Effekt, dass man sich jetzt von ihm getrennt hat? Hat deshalb Ihre Mannschaft so gut gespielt? Wahrscheinlich wird es so sein, aber ich trage die Kappe, damit wir noch den Restbestand verkaufen können. Das ist für mich sehr wichtig, weil das doch noch etwas Geld für uns ist, was wir hier an Giannini-Gegenständen in unserem Shop haben. Ein gewiefter Präsident und wir sind schon beim nächsten Spiel. Ried gegen